Hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Online. Ich bin immer noch der Lutz, bei mir ist immer noch der Daniel. Kapfler. Und wir spielen heute die Mission Stoppen Sie das Signal. Stop the signal. Genau. Geh mal rein. Ja. Na, mal sehen, was uns so Schönes erwartet diesmal. Ein Nebel. Tja. Ganz viele kleine Gegner, wa? Na gut. Fangen wir die ab, oder? Nö, wir müssen noch da hinten zu dem Satelliten. Geradezu vielmehr. Naja, na gut. Umbrella. Du kriegst nachher noch genug Gegner, mach dir mal keine Sorgen. Guck mal, da oben ist schon mal einer. Wir sagen Dreier. Nee. Ja. Ich hätte mir doch vorhin neue Phaser kaufen sollen. Naja. Unnötig. Ich sterbe auch so, hast recht. Dauert halt nur eine Sekunde länger. Cool, ich krieg eine Antriebsbatterie. Habe ich auch schon. Genug davon. Auf nach Zu Bomari 2. War es 2 oder 3? 2. Ja, wollen wir mal diese Transportblockierer kaputt machen, wa? Jetzt fehlt ein ganz kleines bisschen die Tarnvorrichtung. Das, dann will man auch noch mal KDF anfangen. So, erster Transporter weg. Auf zum zweiten. Ach, ich überlasse ihn dir, ich flieg schon mal zum dritten. Nope. Der war schnell weg. Ist der vierte? Links unter mir.
Also ich sehe den vierten immer noch nicht. Ich flieg grad drauf zu. Geht schnell, keine Sorge. Ist der hinterm Asteroid oder? Ach, da. Ja, ich glaube, ich kann Ziele über 30 Kilometer entfernt nicht mehr sehen. Gut, beam down. Nimmst noch ein. Genau. Aber doch mal die Klingonen ein bisschen nerven. Gut. Erstmal schön 6 Bomben legen, damit wir das hier in die Luft jagen können. Ich nehme schon mal die Klingonen vor. Oh ja, macht das. Viel Glück. Da war gerade ein Klingone hinter mir. So, komm. Wahrscheinlich eine von meiner Gruppe. So, 2 Bomben haben wir schon mal. Schwertmeister, upsa. Und schön weg. Ich muss sagen, das klingonische Minigun-Disruptor-Zeug, ja, ist auch ziemlich gut. Für die Level. Zu schnell. Hast du? Ach, du hast da hinten schon. Okay. Gut, dann wollen wir mal uns die Daten von diesem kleinen hässlichen Außenposten holen. Siehst du, was mein BO da gerade macht? Ja, die steckt da etwas fest. Hast du gesehen, wie die hochgesprungen ist? Spitze 8472. Und schon wieder weg. Mal. Komisch, komisch. Nichts mehr. Ein Hinterhalt? Oh oh. Das spricht der erfahrene SDO-Spieler. Ein Hinterhalt. Hoffentlich habe ich nicht genug Torpedos mit, damit es endlich mal ein bisschen interessanter wird. Nein, wir wollen mal die Klingonen nicht schlechter machen, als sie sind. Naja. Also das war ein guter Torpedo, das war gerade. Eine Sekunde mit den Worten, ich habe gerade was Schönes bekommen. Jo. Obwohl. Du, meine Andorianerin guckt sich schon nervös um. Warte mal, wofür war Plasma gut? Als Effekt. Plasma macht noch in Plasmafeuer auf der Hülle, der Schaden macht. Das Schaden. Und Disruptor? So. Disruptoren machen einen Disruptoris, der die Crew tötet. Beziehungsweise sie machen extrem Höhenschaden. Gut, dann nehme ich einen Disruptor. Disruptor ist auf jeden Fall besser als Plasma. Und Worten.
Man sollte vielleicht noch ganz kurz erklären, umso weniger Mannschaft dein Schiff hat, umso schneller, umso langsamer wird sich's regenerieren. Ja, darum haben wir auch Kreuzer eigentlich die meisten Gewinner. Da ist er für Engineers gedacht sind. Ne, Lutz? Und nicht für Taktiker? Wie so manche Leute immer das gerne machen. Vielleicht dann auch mit einem Dreadnought und sich dann Rikor nennen. So viel dazu zur ersten Folge. Guckt euch das Video an, ich habe hinterher ganz doll geweint. Wumm. Das war's schon wieder. Das war schon wieder, Leute. Eine kurze Mission. Nun, noch ein paar letzte Wörter. Warum ist die Mission jetzt hier immer zu so kurz? Na gut. Erstmal raus hier, wa? Ich hätte mal, wir verabschieden uns dann. Ja, würde ich auch mal sagen. Das war dann Folge 4 oder 5? Nee, 4. Stopp, Signal. Ja, oder stoppen Sie das Signal? Die eloquente deutsche Übersetzung. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daniel, du sagst jetzt bitte nicht wieder, dass du hier nichts wieder von diesem Ding hier sehen willst, ja? Die Zuschauer. Ja, das wollte ich jetzt nicht so ausdrücken. Na gut. Wir sehen uns dann irgendwo da draußen. Irgendwo und irgendwann.